das gar nicht so gut. Ich kann das nur so beschreiben, dass es einfach mit diesem Taucheranzug und der Musik und natürlich auch dem Wasser oder so, das waren lauter Bekannte. Und dann war das der ganze. Ja, so mehrere Schutzschichten. So dieser wahnsinnig enge Taucheranzug, der hebt dann die Arme schon von alleine, weil der so fest ansitzt. Und dann auch die Taucherbrille und dann dieser Brunnen und natürlich dann der Park. Die anderen dann im anderen Park und dann die Autos da drumherum. Das sind lauter so Schichten. Und das Ganze hat sich sehr behütet angefühlt. Das ist komischerweise das Satz. Ja. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht richtig Das ist extrem präzise, das, was da gelaufen ist, so rein körperlich und also auch solche Begegnungen. Es gab eine besonders denkwürdige Begegnung mit einem russischen Touristen, russischen Touristen, die sich München anschauen wollten und der sich das mehrmals angeguckt hat und dann ein Ingenieur, der dann noch gekommen ist und sagt, dass er das irgendwie echt, echt gut findet und dass ich weitermachen soll. So. Und aber da, das war auch eben so eine, das war, ja, ich in meinem Taucheranzug und er hat Deutsch gesprochen, Russisch, das war irgendwie auch so eine Begegnung wie in so einem James Bond Film halt. Und das Ganze hatte sehr irgendwie sehr formvollendet abgelaufen. Und für mich ist das persönlich so ein extrem wichtiges Ingredient im Augenblick in dem Versuch zu choreografieren und zu tanzen, das Spiel mit den Formen. Und für mich waren das schon fast schon schablonartige Formen, auch die Begegnung mit den Besuchern war in gewisser Weise kleine Choreografien, also, die sich dann auch in den Sessel gesetzt haben und dann wieder die Bulldogge vorbeigekommen ist mit dem Typen, der da nicht vom Telefon gelassen hat und so. Das sind alles ziemlich perfekte Inszenierungen. Was mich grundsätzlich nochmal an dem Thema Widerstand jetzt und an dem Thema Form so interessiert, ist, dass ich seit einiger Zeit so empfinde, dass Choreografie und Tanzen einen freieren Zugang zum Beispiel zu politischen Themen oder einen freien, sagen wir nicht einen freieren, sondern einen freien Zugang zu Themen wie Politik oder Emotionen und sowas bietet, weil es einfach einen Cut machen kann, umdrehen, nochmal von vorne, rückwärts. Also diese choreografischen Mittel der Bewegung zu stoppen, nochmal schnell das Gleiche von vorne, auch zusammenhangslos, das ist ein tolles Beispiel, wie so ein für mich fast, also vollkommen unfassbares Wort wie Widerstand erfahrbar wird mit Kunst auch. Und weil ich mich zuerst tatsächlich gedanklich sehr an dem Wort Widerstand abgearbeitet habe und dachte, dass das mir so sehr fremd vorkommt, dass ich das nur sehe in
echt prekären Situationen, wo es um Leben und Tod geht und ich immer denke, das ist so weit weg von mir oder ich finde, das ist auch so die Tragödie, ne, denn sicherlich gibt es auch den Tod bei uns, aber den zu irgendetwas in der Art zu begegnen oder das Wort Widerstand wieder so wirklich bedeutungsvoll wird. All diese Zugänge scheinen mir unmöglich und dann plötzlich durch dieses Erlebnis, dieses choreografische Erlebnis im Park, ist der Widerstand irgendwie eine ganz sinnliche und ästhetische, sinnliche Art aufgetaucht. Und sinnlich ist für mich so sinnlich, das bedeutet mit Haut und Haaren und Geruch und Gehör und Geschmack, dass da so ein Wort auf sich manifestieren kann, ist schon, es hat zwar nichts mit dem Tod zu tun, aber es hat was mit dem Leben zu tun und da bekommt es eine echte Bedeutung, das würde ich auch mal dazu sagen.